Hallo, liebe Zuseherinnen und Zuseher, daheim an den Endgeräten. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, um Robert Matzinger zu begrüßen. Robert ist unter anderem Co-Organisator der Eisenstädter Linkswochen. Robert ist regelmäßiger Vortragender auf Konferenzen. Und auch hier auf der Frostcon haben wir Robert schon öfter gesehen. Er ist ein guter alter Bekannter von uns. Heute soll es um die Open-Source-Eigenentwicklung vLizeLab gehen. Hohe Flexibilität, schnell wechselnde Konfigurationen für viele verschiedene Lehrveranstaltungen und vieles mehr gehören seit jeher zu den Anforderungen an PC-Räume oder IT-Labore, so wie sie hier in der Hochschule oder in anderen Lehrrichtungen im Allgemeinen haben. Wer in dem Bereich tätig ist, weiß, dass Lehrende auf einen zukommen, sagen: Ach, können wir nicht mal eben diese oder jene Software haben? Oder: Ach, ich muss morgen ganz schnell noch mal dieses Praktikum machen, können wir da nicht noch mal das Setup einrichten? Solche Dinge. vLizeLab versucht, diese Anforderungen zu adressieren. Wir haben schon Vorträge gehört von Robert in früher Zeit, wo er schon mal berichtet hat, wie da die Entwicklungen sind. Dann kam Corona, dann wurde vieles anders. Präsenzlehre wurde eigentlich von Tag auf den nächsten Tag auf Fernlehre umgestellt, auf Online-Lehre. Und über die Erfahrung, die Labore zu diesen Studierenden nach Hause zu bringen, möchte Robert heute berichten. Heißt Robert bitte mit dem Vortrag Visualized Lab Remote, wenn dein Computerlabor nach Hause kommt, mit einer großen Runde virtuellem Applaus willkommen. Und damit gehört die Bühne dir. Viel Vergnügen. Ganz herzlichen Dank für die Begrüßung und überhaupt für das ganze, an das ganze Organisationskomitee der Frostcon, dessen Aktivitäten man nicht hoch genug einschätzen kann. Danke auch für die Einladung. Also willkommen alle, die an einem Sonntagnachmittag über das vLizeLab hören wollen. Ich sitze aktuell in Wien und trage das gerne vor. Wer bin ich überhaupt? Ich bin, hat man eh schon gehört, Informatiker und unterrichte hauptberuflich an der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt. Für die, die das nicht wissen, das ist das östlichste und kleinste Bundesland Österreichs. Wir haben von der Fachhochschule zwei Standorte in Eisenstadt und in Winkerfeld und ich unterrichte am Department für Informationstechnologie, bin dazu was wie der Open Source Advokat, unterrichte in mehr Studiengängen, als ich hier aufzählen möchte. Und Stadt selbst ist nur 60, 50 Kilometer von Wien entfernt, ist eine hübsche preußische Kleinstadt, ehemaliger Regierungssitz der Esterhazys. Also so schaut es da. Trotzdem gibt es einiges an IT-Aktivitäten und ich erwähne immer gerne Linux-Wochen Eisenstadt, die wir seit 2005 einmal im Jahr abhalten, nein, eigentlich schon länger, 2003, glaube ich, waren die ersten, einmal im Jahr abhalten, ist eine kleine, feine Veranstaltung und haben wir auch in den letzten 2 Jahren gestreamt. Neben anderen, vielen anderen Aktivitäten bin ich für den Betrieb der Computerlabore, zumindest einen Großteil davon, an der FH Burgenland, zu alle jene, die mit Linux, mit Open Source zu tun haben, zuständig. Und das ist tatsächlich, und habe dafür das vLized Lab, das ich gleich erklären möchte, entwickelt. Das ist nämlich tatsächlich eine unterschätzte Herausforderung. Also gibt es PC-Räume und Labore überhaupt noch? Ich weiß nicht, wie es an anderen Institutionen jetzt die letzten 2 Jahre ausschaut. Wir haben das nach wie vor. Egal wie die jetzt ausgestattet sind, aber rein didaktisch ist das Zusammenarbeiten von Studentinnen und Studenten in einem Raum, Gruppen bilden, diskutieren, mit den Lehrerinnen und Lehrern diskutieren, einfach total didaktisch immer noch sinnvoll und wichtig. Aber wie startet man solche PC-Räume aus, dass sie flexibel, zuverlässig arbeiten? Betriebssystemunabhängige Ausbildung haben wir uns auf unsere Fahne geschrieben, das haben wir lange gebraucht, bis das wirklich auch in den Köpfen verankert war. Ja, es gibt dort rasch wechselnde Software, es gibt sehr viel Software, die für die unterschiedlichsten Unterrichtsgegenstände gebraucht wird. Und ich möchte unter dem Titel Es war mal sagen, wurde das gehandhabt, wie wird es in anderen Institutionen gehandhabt. Also wir haben noch die ganz klassischen Windows Active Directory Installationen, wir sagen, das ist vollkommen ungenügend. Da kommt es zu Software-Interferenzen, die sich gegenseitig stören, Misskonfigurationen. Also alle Schulen, die sowas schon mal gehabt haben, wissen, das ist problematisch. In Universitäten habe ich auch schon gesehen, Netzwerkboot und ein Edge wird hinausgeklont. Die User haben aber keinerlei Rechte. Man versucht immer gegen Manipulation zu sperren. Und für spezielle Lehrveranstaltungen gibt es dann einzelne Lösungen. Das ist aber vollkommen uneinheitlich. Einmal ein Webinterface, dann ein Cloud-Service, dann ein RDP-Zugang, you name it. Und die Studentinnen und Studenten stellen also ununterbrochen um.
Wir haben das VLIST Lab entwickelt, dessen Entwicklung in seiner Urform bis 2019 geht. Da ist schon einige Generationen Entwicklung durchlaufen, auch schon Kooperationen mit dem Bundesministerium, mit dem TGM, mit Schulen gesehen. Und wenn ich jetzt erkläre, wie das funktioniert, darf man nie vergessen, ein Kriterium: wir haben diese Hardware. Also wir haben die PC-Hardware in unseren Räumen und es ist natürlich da unter dieser Voraussetzung oft am kostensparendsten gewesen, die vorhandene Hardware einfach auch bestmöglich auszunutzen und nicht Kosten auflaufen zu lassen durch diverse andere Lösungen. Wir haben schon früh radikal Folgeprinzip durchgesetzt und das ist auch das Unterrichtsprinzip aus Sicht der Lehrenden. Wir haben gesagt, im IT-Unterricht darf man nicht vergessen, es geht, der PC, der Computer ist das Unterrichtsgegenstand, nicht das Unterrichtsmittel. Und daher haben wir radikal die Auswahl und Installation von Software in die Aufgabe der Lehrenden gestellt. Das heißt, wenn ich das Labor betreibe, interessiert es mich im Wesentlichen ziemlich wenig, was unsere Lehrenden an Software einsetzen. Das müssen die in der Rücksichtnahme auf ihren Unterrichtsgegenstand selber bestimmen. Basis gibt es auch schon sehr lang, war die VirtualBox. Die kann man auf unterschiedlichsten Basisbetriebssystemen installieren und die Unterrichtenden sind also aufgerufen, einfach in so eine, meistens kann man dafür Basismaschine verwenden, da hinein zu installieren, was immer sie installieren wollen. Und worauf ich da an der Stelle hinaus möchte, ist ganz wichtig, so eine Vorbereitung einer Unterrichtseinheit geht also weit hinaus, ich installiere halt irgendeine Software, ja. Da werden schon Beispiele, Beispielsoftware in die Maschine hineingespielt. Da werden Anpassungen gemacht, da werden beispielsweise schon die Browser-Bookmarks richtig gesetzt. Da startet Software, die gebraucht wird, schon automatisch. Da werden die Icons des Desktop-Menüs angepasst, einfach damit man möglichst schnell die Stelle kommt, über die man überhaupt unterrichten möchte, weil wir wollen ja die Probleme lösen, die wir unterrichten wollen und nicht die anderen, dass man möglichst schnell in den Unterricht hinein starten kann. Oft hat man ja nur sehr beschränkt Zeit. Und damit gibt es auch überhaupt keinen Konflikt mit anderen Software aus anderen Unterrichtsgegenständen, weil die ja dann in anderen Übungs-PCs untergebracht ist. Aus Sicht der Studierenden, der große Vorteil, brauchen keinerlei technische Vorbereitung vor dem Unterricht, also nichts installieren oder vorbereiten oder konfigurieren. Ganz, ganz wichtig, kriegen normalerweise, weil wir das bei sehr vielen Übungen brauchen, Root-Recht auf diesen Übungs-PCs und im Labor herrscht ein Reset by Reboot-Prinzip. Das heißt, wenn der Übungsrechner in der Shell, in dieser Sandbox rebootet, dann resettet er auch wieder und damit haben wir einen absolut stabilen Übungsanfang, das ist einfach extrem wichtig. Wir können sogar gleichzeitig mehrere PCs betreiben, damit können wir Netzwerke dergleichen üben. Einziger kleiner Nachteil, der ist gar nicht so schlimm, weil er einen Erziehungseffekt beinhaltet, ist, dass die Studierenden die Daten halt selbst händisch abspeichern müssen, weil sie ja sonst das Reset-by-Reboot-Prinzip weg wären. Das schaut also so aus, unsere Studentinnen und Studenten kommen ins Labor, sehen dir diesen Schirm, man sagt ihnen, Leute, wir wollen heute die Maschine XY verwenden, die wird gestartet und dann haben sie halt, weiß ich nicht, einen DBAN, einen PC, you name it, was immer halt gebraucht wird und dort ist schon alles drin, was notwendig ist. Wie ist das aufgebaut, dieses Prinzip? Trotzdem darauf eingeht, obwohl der Vortrag Remote heißt, weil man dann die Remote-Seite erst verstehen kann, wenn man auch die Designentscheidungen, wenn man versteht, was wir schon hatten, auf was wir aufgebaut haben. Ich habe dazu ein abgespecktes Debian, also ein ganz schlankes Basissystem und wir haben genug Platz auf den Maschinen, dass wir einfach die Images von den Maschinen dort hinterlegen. Und aus dem Menü heraus werden einfach die entsprechenden virtuellen Maschinen gestartet. Darunter werkelt eben die VirtualBox, hat sich als eine sehr stabile, schon sehr lang stabile Virtualisierungslösung herausgestellt, die vor allem gute Desktop-Unterstützung bietet. Das ist, was wir dringend brauchen, damit man also eine gute Arbeitsumgebung hat. Ein ganz einfacher i3 Window Manager, also der sein Type-or-Tile-Prinzip umsetzt, das heißt, man hat immer die ganze Bildschirmfläche zur Verfügung, darunter X11, darunter ein abgespecktes Debian Linux, that's it.
Und wie installieren wir dieses Basissystem auf unseren PCs? Es gibt zum Runterladen einen CD oder USB-Stick-Image, aber natürlich haben wir bei uns im Labor einen Network-Boot und da wird dieses Image entsprechend ausgerollt. Ist nicht ganz präzise, denn es wird nicht das Image ausgerollt, sondern wird eine Installation angerissen, die über File, über Fully Automated Install, ich weiß nicht, wer das File-Projekt kennt, funktioniert. Und das ist deswegen wichtig, weil das Image des Basissystems wäre ja hardwareabhängig, das wollen wir nicht. Wir können problemlos unterschiedliche Hardware fahren, weil da wird ja auf den PCs zur Installation des Basissystems eine ordentliche Installation durchgeführt, die auf die Spezifika der Hardware Rücksicht nehmen kann. Das heißt, wir können jederzeit einen heterogenen PC-Raum mit unserem System betreiben. Dazu gibt es Möglichkeiten einer zentralen Konfiguration, die sogar über Public-Private Key GBG abgesichert ist, damit uns da niemand rein kann. Und so schaut das halt, es gibt ein Maintenance-Menü, sodass auch weniger IT-affine Lehrende kleinere Instandsetzungen, ich sage jetzt nicht Reparaturen, aber Rekonfigurationen des ganzen PC-Raums vornehmen können. Und das funktioniert auch lehrenden PC, also auch man kann auch zentral vom lehrenden PC Maschinen hochfahren, Maschinen runterfahren, Maschinen rebooten, virtuelle Maschinen verteilen und so weiter. Dieses Verteilen war uns überhaupt sehr wichtig, weil unsere Annahme war und ist nach wie vor, jemand, der unterrichtet, kommt an die FH, drückt mir einen USB-Stick in die Hand und sagt, da ist meine virtuelle Maschine drauf, die hätte ich gern für alle meine Studentinnen und Studenten in einer halben Stunde los. Und das kriegen wir hin. Wir können innerhalb von einer halben Stunde den ganzen Raum mit diesen virtuellen Maschinen bespielen und die laufen dann sehr verlässlich dort und das unabhängig von der Anzahl der Rechnungsraums, weil wir blasen die mit einer UDPath, also mit einem Broadcast hinaus ins Netz, in unser Übungsnetz und damit sind die unabhängig von der Anzahl der Bits auf den Rechnern installiert. Was ich im Endeffekt als rettend Corona-Zeiten herausgestellt habe, war, dass wir auch in dem WeLast Lab die Möglichkeit vorgesehen hatten, Schirme der Studierenden auf den lehrenden PC und damit auf den zentralen Projektor im Übungsraum durchzuschalten. Und die dazugehörige Software läuft aber nicht in den virtuellen Maschinen, das heißt, es nicht von den Lehrern vorbereitet werden, sondern die läuft im Basissystem. Und es zeigt, dass das für den Unterrichtsbetrieb eine ganz wesentliches Feature ist, weil man jederzeit eine Frage, ein Problem, aber auch eine besonders gute Lösung für alle sichtbar machen kann und darüber diskutieren kann. Und das ist eigentlich der Zweck der Labore, dass man dort Gruppenarbeit, Gruppendynamik, gemeinsames Lernen Anspiel der Kolleginnen und Kollegen inszenieren kann. Und das macht ja den Raum aus meiner Sicht nach wie vor, jetzt in Corona-Zeiten wissen wir das, unersetzlich und einfach ein gut für bestimmte Inhalte, ein extrem wichtiges Lernenvironment aus meiner Sicht nach wie vor. Das war also diese Durchschaltungsmöglichkeit. Im Endeffekt zeigt sich, dass Unterrichtsszenarien, Unterrichtsgegenstände, dass man die in groben und ganzen in zwei Gruppen unterteilen kann. Das eine rechts unten, die einfache Konfiguration, man hat eine virtuelle Maschine, da ist irgendeine Software drinnen, die ist irgendwie sorgfältig konfiguriert, aber hardwaremäßig, netzwerkmäßig ist die pretty standard. Die hat also virtuell gesehen eine Festplatte, ein Netzwerkinterface, irgendwie ein Netzwerk über DHCP aus und alles andere läuft da drinnen. Kompliziertere Unterrichtsarien erfordern einen oder mehrere virtuelle Maschinen, irgendwie Non-Standard-Hardware, also Netzwerk-Interfaces, mehrere Festplatten, irgendwelche FCDs, die da eingelegt oder wieder rausgeschoben werden. Und die können wir abdecken, indem wir den Ablauf der Übung in einem passenden Skript abfassen. Und das ist dann den Studierenden über ein einfaches Menü zugänglich. Vielleicht kann ich das in den Detail noch kurz zeigen. Das betrifft zum Beispiel mehrere Maschinen, die ein Netzwerk
bilden oder Installationsübungen, wo ich üben möchte, wie installiere ich irgendein Betriebssystem. Solche Dinge kann ich in komplexen Unterrichtsszenarien abdecken. Aber diese einfachen Maschinen, die eignen sich, und das hat sich sehr schnell sozusagen on the fly eingebürgert und wir haben es dann institutionalisiert, eignen sich für Bring Your Own Device, weil unsere Studentinnen und Studenten, zumindest in den IT-Studiengängen, haben sehr schnell herausbekommen, wie man die Virtual Box installiert auf dem eigenen Leistungs-Startbook. Und die haben bei uns eigentlich, das ist bei unserer Voraussetzung, damit man bei unserem Unterricht teilnimmt. Und wir haben ihnen dann die virtuellen Maschinen, die nur mit Open Source Software ausgestattet waren, wo wir also keine Lizenzprobleme hatten, und das in meinem Bereich sind das absolut alle, zur Verfügung gestellt zum Download oder auch im internen Netz. Und die haben die also sehr begeistert betrieben, haben vieles dann auf ihren eigenen PCs gemacht und haben sich oft die komplizierte Installation irgendwelcher Software erspart, indem sie einfach die vorgefertigten virtuellen PCs von uns Lehrerinnen und Lehrern, also uns, verwendet haben. Und das heißt, wir haben also Bring Your Own Device da sehr, sehr, sehr einfach und sehr uniform umgesetzt. Unterrichtsbeispiele, ja, Programmieren, Systemadministration. Ich möchte auf die Unterrichtsbeispiele ein bisschen später eingehen. Im Prinzip kann man alles unterrichten, was man in einer Maschine machen oder simulieren kann. Und viele Dinge sind durch dieses Unterprinzip überhaupt erst durchführbar geworden. Ich hätte vorher nicht gewusst, wie ich das sonst mache. Es blieben bis vor kurzem zumindest immer noch Ausnahmen, wo Virtualisierung unmöglich, technisch unmöglich oder zumindest ungünstig ist oder ein Ausweichen in eine eventuelle Cloud-Lösung oder so oder in die Virtualisierung einfach nicht leistbar, nicht ökonomisch. Das hat bis vor kurzem betroffen die KVM, also Virtualisierungsübungen. Solange Nested Virtualization nicht verlässlich funktioniert hat, konnte man nicht Virtualisierung in der Virtualisierung üben. Android, wo also ordentliches zu, ja, dafür haben wir und das VLIST Lab erweitert, haben den PXE, den Network, den Automated Installer erweitert, damit der nach einem Umschalten auch in der Lage ist, ein Basissystem zu installieren, das einfach ein Standard Debian ist, wo dann die Lehrenden oder zum Teil sogar die Studierenden selber Dinge installieren. Und der Rückbau aufs VLIST Lab ist mit drüber installieren dann extrem einfach. Das heißt, wir können Übungen wirklich bare bones auf der Hardware fahren. Und das war bis vor kurzem noch relativ wichtig. Okay, soweit waren wir eigentlich über viele Jahre so glücklich mit dem Projekt. Wir haben unseren Unterricht damit abgewickelt und dann kam Corona. Und es hieß, okay, liebe Leute, ab morgen 100% Fernlehre, macht es einfach. Ja. Dazu gab es relativ wenig Voraussetzungen, weil man eigentlich immer gern, ich habe gerade einen Vortrag gehört von Kollegen, wie schön das ist, sich doch live zu treffen. Das hat man auch an der Hochschule immer sehr geschätzt. Und zumindest von einfachen Videostreams abgesehen, war man tief unvorbereitet. Aber es wurden innerhalb weniger Tage, war das eigentlich geregelt, dass wir die wichtigsten Unterrichtsmedien auch in der Fernlehre, ich weiß schon, Geruch, Stimme, Blick, all das, aber zumindest mal technisch so übersetzen könnten. Klar, Hörsaal, Stimme, Gesicht wurde durch ein Videoconferencing-System abgedeckt. Dann haben wir die Slides, also Projektion, über Desktop-Sharing abgedeckt, so wie jetzt soeben. Die Tafel, ein Whiteboard, eventuelle spontane Entwicklungen, Notes, die man als Tragender halt so macht, haben wir mit so einem virtuellen Desktop, virtuellen Tablet und seinem Grafiktablett abgedeckt, also so einem Ding. Das war also in relativ rasch angeschafft. Das, was nicht so leicht lösbar war, war, wie bildet man alles andere ab? Und ich habe das beobachtet, auch in den Schulen, die österreichischen Schulen waren ja genauso damit beschäftigt, auch bei anderen Lehrenden. Da ist man eigentlich im Wesentlichen dazu übergegangen, zu sagen, okay, ich gebe eine Aufgabe, die Schüler oder bei uns halt die Studentinnen und Studenten sollen das halt machen, und dann geben sie es irgendwie ab, weiß nicht, als Programmtext oder als
als Dokument oder irgendwas und dann schaut sich das, schaue ich mir das als Lehrender an und gebe halt irgendein Feedback dazu. Aber aus meiner Sicht fällt da das Wesentliche am Unterricht in einem Lab weg, nämlich das Miteinanderarbeiten, das über die Schulter schauen, ja, das auch Feedback geben, wo gar keins geforderter ist. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Programmierunterricht im Labor durch die Reihe gegangen bin und gesagt habe, Herrn, meinen Sie wirklich, dass das zu einer guten Lösung führen wird? Ja? Lange bevor die entsprechenden Studentinnen und Studenten selber gefragt haben, ob das jetzt eine gute Lösung ist oder nicht. Ja? Das heißt, diese ganze Zusammenarbeit, die direkte oder wie oft habe mir funktioniert das nicht. Ja? Und bis mir der oder diejenige das Problem beschrieben hat, habe ich schon 5-mal gelöst. Das heißt, über die Schulter schauen oder die Kolleginnen und Kollegen schauen über die Schulter und helfen. Also dieses Zusammenarbeiten, Köpfe zusammenstecken und vor allem die direkte Hilfe am Bildschirm erschien mir also essentiell für meine Lehre. Auch das Pacing, ja, also bin ich zu schnell oder zu langsam, hängt davon ab, dass ich weiß, wo meine Studentinnen und Studenten ihre Arbeit sind. Wenn ich sage, mach mal das jetzt so und so, wir probieren in der Systemadministration aus, irgendeine Software installiert, dann muss ich wissen, hat das jetzt bei der Mehrheit funktioniert oder nicht, oder sind die noch mittendrin oder dauert der dort noch an? All das war also notwendig. Und damit wir aber das Labor in die Fernlehre bringen, was sind jetzt die Anforderungen, wenn wir das wirklich in Fernlehre realisieren wollen? Wir wollen den gleichen Unterricht wie vorher. Wir wollen direkte Hilfe am Bildschirm, über die Schulter schauen, eventuell Köpfe zusammenstecken. Dann hat es geheißen, verwendet bitte die vorhandene Hardware. Es sollen keine zusätzlichen Kosten auflaufen. Es sollen keine zusätzliche Hardware angeschafft werden. Meine Studentinnen und Studenten haben die unterschiedlichen Betriebssysteme auf ihren Rechnern. Das heißt, ich kann nicht sagen, ihr installiert einfach irgendeine Software, sondern es sind ihre privaten Rechner. Keine Softwareinstallation auf den Rechnern der Studentinnen und Studenten. Außerdem soll es in 3 bis 4 Tagen fertig. Also habe ich meine Pfingstferien geopfert und mich zurückbesonnen auf ein Projekt, das wir schon 2014-15 begonnen haben, wo wir mal einen Prototyp gebaut haben für Bring Your Own Device. Damals mit dem Bundesministerium für, also ich schon 3-mal umbenannt, für Bildung und Forschung oder so ähnlich, wo wir uns überlegt haben, wie bringen wir die unterschiedlichsten Desktops auf die unterschiedlichen Endgeräte und sind damals auf eine VNC-Guacamole-Lösung gekommen. Und Guacamole hat sich herausgestellt, ist wirklich ein hervorragender Backbone, der unser Problem mit dem Sugar rundherum unser Problem lösen kann. Ich weiß nicht, wer Guacamole kennt. Ist aus, von der Apache Foundation und übersetzt im Wesentlichen nebst ein paar anderen Protokollen VNC in HTML5. Das heißt, was man bekommt, ich werde das dann in einer Demo noch zeigen, ist einen Desktop im Web-Interface. Was man nicht ganz klar weiß, taugt das auch für den Unterricht, aber die Idee war, ich setze einen zentralen Guacamole-Server auf, Aber-Server und verlasse mich auf Bindungen, die ich schon seinerzeit eigentlich gebaut habe für das Durchschalten der Studierendenrechner auf Lehrendenrechner und baue ein Webinterface drüber und nutze die vorhandene Infrastruktur. Wenn es mir jetzt noch gelingt, ein Berechtigungssystem zu schreiben, dass die Studentinnen und Studenten alle ihre Zugänge bekommen, dann bin ich eigentlich fertig und das ist sich tatsächlich in ein paar Tagen und Nächten mit einem Haufen Kaffee ausgegangen, mit der folgenden Lösung herauszukommen. Wir nehmen also unser vorhandenes Labor. Das hat vor allem einmal einen entscheidenden Vorteil, nämlich, dass es vorhanden ist. Ich setze auf unserem Laber-Server einen Guacamole-Server auf. Mit dem Skript baue ich lauter SSH-Verbindungen zu den Rechnern, baue dort den Guacamole auf und dann können alle, sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden, im einfachen Webbrowser, Firefox funktioniert tadellos, zugreifen direkt auf die Oberfläche in dem Basissystem. Und das Witz ist, virtuelle Maschinen darunter, brauche ich keinerlei Desktop-Virtualisierung, weil das leistet ja schon das Basissystem. Und damit kann ich alles, was ich im Labor gemacht habe, wieder in meinem Webinterface machen.
Das ist, was wir genannt haben, WeLast Lab Remote. Die Software und das Labor selbst haben wir da kurzfassend auch Lab 1 getauft, in der Hoffnung, dass es in Zukunft noch ein Lab 2, Lab 3 und so weiter geben wird. Wie auch immer, es heißt bis heute Lab 1, nichts heute Professorium. Also die Zugang funktioniert über ein einfaches Webinterface für Lehrende und Studierende gleichermaßen. Ich kann als Lehrender direkt auf den Schirm klicken, also meine Studentinnen und Studenten sind für mich nur ein Mausklick entfernt. Für die Studierenden gibt es keinerlei Setup. Damit kann ich auch sehr komplizierte Übungen, also deren technisches Setup, wo ich jetzt, weiß ich nicht, 3, 4 virtuelle Maschinen mit einem internen oder einem externen Netz so und so konfiguriert brauche, einfach wirklich so vorbereiten, dass der Unterricht beginnt, mit dem zu unterrichten ist und nicht mit irgendeinem Setup, das ich brauche, um überhaupt einmal zum Unterricht heranzukommen. Und die Studierenden haben das, die gewohnte Infrastruktur vorgeführt und nur so ausgeschaut wie immer. Ja. Und das war natürlich auch ein Vorteil. Nicht ganz trivial, und das kann nicht allzu sehr eingehen, war das Berechtigungssystem. Wie macht man das schnell? Natürlich kann man sich jetzt hinsetzen, Unified Login und Passwortverteilung und so zu schreiben. Dafür war aber nicht die Zeit, aber mit einer improvisierten Lösung, die sich unseres Unterrichtssystems für Skripten und Online-Unterricht, dem Moodle nämlich, bedient hat. Dort konnte man die Anwesenheitslisten rausziehen, die Pförte hineingeben und dann die natürlich verschlüsselt und dann konnte man das wieder zurückspielen ins kann ich das zurückspielen ins Moodle und gleichzeitig die Guacamole XML draus entwickeln, also das Berechtigungsfile für die Guacamole. Das ist sicherlich eine improvisierte Lösung, aber sie hält bis heute. Erst in der nächsten Version wollen wir das besser institutionalisieren und verbessern. Wie gesagt, die Aufgabe war, Berichte in 3, 4 Tagen, da war einem alles recht. Ja, das Ganze würde ich gern jetzt mal herzeigen. Ich bemerke gerade, ich bin hervorragend in der Zeit. Das schaut also folgendermaßen aus. Vielleicht fangen wir auf dem Ende an. Als Student oder Studentin bekomme ich da ein Interface und da kriege ich meinen mir zugewiesenen Laborrechner und der schaut wie genau so aus, wie wir das gesagt haben. Und wenn ich da jetzt, weiß nicht, einen bestimmten starten will, dann fahre ich einfach hoch und nach einer Zeit sehe ich dort den entsprechenden Rechner. Also nur, dass man sich um die Umgebung schaut, das ist einfach ein Desktop, das würde auf jedem Desktop laufen. Und die Software, in der das läuft, ist ein Firefox. Also ein einfacher Webbrowser, da kriegt man dieses Menü. Und dann muss man vielleicht da noch den Bildschirmgröße einstellen. Das funktioniert immer vollautomatisch. Aber dann habe ich da meinen Desktop und da kann ich ein Terminal aufmachen. Also wer es nicht lesen kann, es ist einfach nur ein Echo Hallo. Kann man auch größer machen. So, und als Student, Studentin, meine die Studentinnen, Studenten können hier arbeiten. Gleichzeitig kann ich mir auch natürlich read-only, den Rechner von meinem Lehrer, in dem Fall mir, anschauen und dort mitschauen. Und natürlich kann ich das auch in ein eigenes Fenster stellen. Meine Studentinnen und Studenten haben mittlerweile alle 2 Bildschirme. Das heißt, die stellen sich meinen Schirm auf die eine Seite, ihren eigenen auf die andere. Und auf diese Weise können wir da gemeinsam arbeiten. Als Lehrer sehe ich das in dem Interface genauso, nur habe ich da jetzt eine Liste meiner Studierenden und der Tux zum Beispiel, wenn ich den schaue, ist das einfach ein Mausklick entfernt und ich sehe genau den Desktop vom Tux und auch den kann ich mir natürlich jetzt in ein neues Fenster stellen und kann damit eventuell auch mehrere Studierende gleichzeitig beobachten und mitschauen und ich kann auch sofort eingreifen und dort irgendetwas verbessern oder mehr irgendeine Lösung
die ich nicht lang erklären möchte, einfach hineintippen, sagen, schauen Sie mal, das geht so und so. Und auf diese Weise können wir ganz wunderbar miteinander zusammenarbeiten. Vielleicht ist das, ich hoffe, dass das noch nicht ganz untergegangen ist. Das ist natürlich gedacht als Ergänzung zu den üblichen Systemen. Es gibt schon einige Fragen im Chat. Ich möchte aber sagen, ich habe jetzt gerade keine Energie, die zu lesen. Ich schaue sie mir dann im Diskussionsteil des Vortrags gerne an. Also ich hoffe, das war soweit sichtbar und verständlich. Und auf diese Weise können wir mittlerweile eben ganz wunderbar unsere Übungen abdecken. Ein Kommentar ist, die Laboren müssen dann 24/7 laufen. Ja, das stimmt. Und ich komme noch darauf zurück. Der Nachteil ist natürlich, dass wir immer nur eine Laborgruppe, weil wir mit physischen Rechnern arbeiten, ins Labor lassen. Ich komme noch darauf zurück. Was ist mit den hardware-nahen Übungen? Wir haben also einige Übungen, die wir nicht in der Virtualisierung abwickeln können oder wollen oder die lange nicht funktioniert haben. Auch da konnten wir dieselbe Lösung verwenden. Auch da haben wir einfach in diese Basisinstallationen VNC-Server integriert, denselben Guacamole-Server verwendet und unsere Studentinnen und Studenten haben auf Bare Metal, also auf einer nicht virtualisierten Maschine arbeiten können, über den Webbrowser, über die Desktop-Virtualisierung mit der Guacamole. Was wir da zusätzlich eingebaut haben, da ging es nämlich um Gruppenarbeiten. Da ging es darum, dass zwei, drei Studentinnen und Studenten gemeinsam zwei, drei Server betreiben und dort, also im Konkreten ging es um die Übersiedlung von virtuellen, von einer Live-Migration, von einer unter KVM laufenden Maschine auf eine andere Bare-Metal-Maschine. Das war der Übungsinhalt und das konnte man also im Browser damit abdecken. Und das war schon, also die Stunden haben es sehr geschätzt. Okay, aber in Kürze war natürlich klar, wir haben nur ein Labor und wir wollen jetzt eigentlich auch gar nicht mehr neue Hardware anschaffen. Es gibt also Ressourcenprobleme. Wir müssten das zeitlich einteilen, einen Stundenplan machen, welche Studierendengruppe ist wann im Labor. Das muss natürlich nicht sein. Da hatten wir schon vorher die Möglichkeit, Bring Your Own Device, also für die Hausübungen der Studentinnen und Studenten, für Dinge, die sie zu Hause machen, die virtuellen Maschinen mit nach Hause zu nehmen, zumindest die einfachen. Aber tatsächlich ist das deckt ca. 90% unseres Unterrichtsbedarfs ab. Das heißt, die einfacheren Übungsszenarien, wo es nur um eine einfache virtuelle Maschine geht, die auf einer Festplatte läuft, egal wie komplex die Software dann darauf ist, all die fallen da rein. Die unsere Studentinnen und Studenten waren das eigentlich schon gewohnt, dass sie die nach Hause mitnehmen, dass sie die auf ihren Notebooks betreiben. Und aus Sicht der Fachhochschule sind natürlich ist die Rechenleistung, die bei den Studierenden erbracht wird, natürlich eine ganz wesentliche, die man nutzen sollte. Die steht zur Verfügung. Und wir wollten die also auch in die Lehre integrieren. Das, was gefehlt hat, war, dass auch hier wieder diese direkte Zusammenarbeit und Hilfe am Bildschirm, die wir im Labor natürlich immer haben, dass wir das auch in Fernlehre umsetzen. Und was haben wir gemacht? Wir haben in diese virtuellen Maschinen wiederum einen VNC-Server integriert. Ich habe also ein eigenes Debian-Paket geschrieben, wo das alles drin ist. Und das schaut im Wesentlichen so aus. Diese virtuelle Maschine hat einen VNC-Server integriert. Die hat ein Skript integriert, das zu unserem, das ist jetzt ein zweiter Guacamole-Server, wir haben dieses Ding LabX getauft, der also zum LabX eine Verbindung aufbaut. Das hat den Vorteil, dass diese Verbindung von innen nach außen geht. Das heißt, da kommen wir durch ziemlich alle Firewalls durch, weil die ja vom Studierendenrechner zum Server gelegt wird. Brauchen also keine Public oder sowas von den Studierenden. Und dann durch diesen Tunnel unser Guacamole-Server, wo natürlich auch wieder das Berechtigungssystem die Herausforderung ist, unser Guacamole-Server eine Verbindung legen und damit kann der Studierende einfach so wie gewohnt auf seiner virtuellen Maschine arbeiten. Lehrerinnen und Lehrer können aber zugreifen über einen Webbrowser, natürlich nur solange die SSH-Verbindung
aktiv aufrechterhalten wird. Das haben wir aber zum Unterricht Voraussetzung gemacht, haben gesagt, Leute, wenn ihr am Unterricht teilnehmen wollt, dann brauchen wir diese Verbindung. Wir wollen beim Unterricht wie im Labor euch über die Schulter, aber natürlich nur auf diese Unterrichtsmaschine, was ihr sonst tut, interessiert uns nicht. Und das Skriptsystem, das die Berechtigungen vergibt, habe ich also erweitert, damit Accounts auf unserem LabsX-Server erzeugt oder wieder entsprechend läuft. Das ist weniger da, als es hier ausschaut, hat einige 100 Zeilen Skripts erfordert, viele Probleme im Teil, also ich war mehr als einmal im Hex-Editor, um die Dateiformate auseinander zu klamüsern, aber schlussendlich war das auch ein verhältnismäßig lösbares Problem, das zu erzeugen. Das heißt, im LabX, so wie wir es nennen, in unserem LabX, bereiten die Lehrenden in der gewohnten Weise virtuelle Maschinen vor, stellen sie zum Download bereit, da haben wir einen Download-Server dafür. Die Studierenden installieren sich einmal die VirtualBox. Wie gesagt, in den Jahrgängen, wo das technisch zu fordern ist, haben wir ja immer noch das Lab 1, das wir dann verwenden. Also nur in jenen Studiengängen, wo das eine Trivialität ist, wird das verlangt. Laden sich die virtuelle Maschine herunter, dann sind vorher Zeit, also das geht sich mittlerweile aus. Registrieren die einmal beim LabX-Server und dann sind sie verbunden. Für die Lehrenden schaut das fast genauso aus. Ich werde das gleich zeigen. Und damit konnten wir also unser Labor entsprechend entlasten, um dort die Übungen unterzubringen, die wir nicht mit auf diese einfache Weise abwickeln konnten. Ich möchte das auch mal kurz demonstrieren. So, das braucht man nicht mehr. Als Lehrer wähle ich mich da also genauso ein wie vorher. So, das brauchen wir nicht mehr. Kann man das verfolgen? Kann da irgendjemand kurz in den... So, und dann kann ich sagen, okay, welchen Jahrgang unterrichte ich heute? Welche Klasse habe ich? Ich habe eine Demo vorbereitet. Ich habe heute die Y-Group und da ist das GNU drin und der Tux und der Herr Teststudent und die Frau Mustermann und der Herr Muster, die Frau Musterfrau und der Herr Mustermann und so weiter. So, und was machen die jetzt? Die starten einfach ihre virtuelle Maschine. Ich habe mir gedacht, ich zeige das auch wirklich her. Also wenn ich jetzt der Student Tux bin, starte ich da meine Maschine. Nur man sieht, das ist wirklich eine normale Debian-Maschine. Ich meine, es lässt sich vieles auf andere Weise abdecken, aber es ist auch didaktisch nicht unwichtig, den Wiedererkennungswert, also dass Sie dieselben Startscreens sehen, all das genauso ist, wie Sie es gewohnt sind. Das heißt, da habe ich jetzt meine virtuelle Maschine laufen, da startet, da muss man einmal die Registrierung machen, die habe ich jetzt nicht gezeigt, die ist schon vorweggenommen, da startet dieses Connect-Script und solange das läuft, das kann ich natürlich klein machen, mache ich aber jetzt nicht, kann ich als Student da arbeiten und als Lehrender zuschauen. Wenn ich also als jetzt in die Rolle des Unterrichtenden gehe, sage ich, okay, was macht denn der Herr Tux? Der Herr Tux arbeitet seiner Maschine und ich kann auch helfen und sagen, okay, dieser Befehl schaut nicht so aus, sondern der schaut so aus und man sagt, ich kann da sofort und unmittelbar einfach per Klick auf den Namen sehen, was meine Studierenden gerade tun und sofort eingreifen und sofort helfen. Und wiederum ist dafür aber bei den Lehrenden Webinterface nur einfach ein Browser und die entsprechenden Zugänge erforderlich. War das soweit sichtbar? Ja, die Demo ist gut sichtbar. Danke. Gut, wunderbar. So, und das heißt, wir haben innerhalb kurzer Zeit alle Computerübungen wieder so durchführen können wie vorher. Das war eine Riesenerleichterung und hat uns jetzt echt über die anderthalb Jahre Corona drüber getragen, weil wir einfach sorgenfrei waren, wenn immer wir über Computerübungen haben. Ja, okay, der soziale Aspekt fehlt, wissen wir alle, ist sehr traurig, aber zumindest technisch kriegen wir es problemlos hin und auch inhaltlich. Was kann man errichten? Was haben wir alles unterrichtet? Im Prinzip alles, was man auf einer oder mehreren vernetzten virtuellen Maschinen mit Root-Rechten üben kann. Ein paar Beispiele. Natürlich alles, was Programmierung betrifft. Java, Python, Perl,
egal, wer es schon mal probiert hat, weiß, es ist nicht gar nicht so einfach, da wirklich alle Tools, die man da so braucht, bis von der Entwicklungsumgebung, Debugger, Laufzeitumgebung, whatever, frei und ordentlich zu installieren. Kann ich mich als Lehrender darauf verlassen, ich installiere das einmal und es läuft bei Studierenden hundertprozentig genauso, wie ich es installiert habe. Netzwerkübungen, da habe ich gleichzeitig, also ich meine jetzt nicht Netzwerk-Devices, aber wenn ich einfach üben möchte, wie konfiguriere ich ein Netzwerkinterface in einer Linux-Maschine, dann kann ich das tun, indem ich mehrere Maschinen vernetze. Ein Kollege in einer Schule hat sogar Cisco-Übung mitgemacht. Webserver, Webprogrammierung, Moodle, wo ich über mehrere Maschinen arbeiten kann, Station, Mathematik. Ein Kollege hat einen Datenbank-Server-Ausfall unterrichtet. Er hat gesagt, okay, wir haben einen Server, einen Datenreplikationsserver, einen Client und wir lassen jetzt einen von den zwei Datenbank-Servern ausfallen. Wir schalten einfach ab. Wie geht jetzt der Service auf den Replikationsserver über? Was muss ich fürs Recovery machen? Diese Dinge sind und jeder Student, jede Studentin einzeln kann das machen. Dann das weite Feld der Rechnerinstallation, ja, wo ich sage, ich habe einen leeren Rechner, eine CD oder einen USB-Stick und was mache ich jetzt, damit der Rechner läuft? Ist im Bachelorbereich ein wichtiger Inhalt, den man doch mal zeigen möchte und wo die Leute sehr viel begreifen, wie denn so ein Betriebssystem aufbaut und funktioniert. Migration, also ich habe ein Betriebssystem, ich will ein anderes, was tue ich? Und im Zusammenhang damit zum Beispiel auch hardware-nahe Übungen. Wir haben zum Beispiel simuliert einen Plattenausfall bei einem RAID. Ja, wir haben einen Server, wir haben einen RAID. Eine Platte fällt aus, ich kaufe eine neue, tue sie wieder rein. Was muss ich alles tun, damit das RAID recovered? Bis hinauf zum, wir haben einen Studiengang, der heißt Cloud Computing. Da haben wir die ganze Container Engine in so eine virtuelle Maschine gepackt, um mal zu zeigen, um hinter diesen der Container Engine zu schauen, was macht denn eine Docker Engine, was macht denn Docker Swarm? Und dann bis dorthin, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt selbst aus mehreren einzelnen Rechnern einen Kubernetes-Cluster zusammenschalten und den betreiben. Natürlich in der nächsten Übung geht es dann schon ab in die Cloud, wo ein Kubernetes-Cluster die Voraussetzung ist. Aber mir war es wichtig, einmal zu zeigen, wie ist denn der intern aufgebaut? Wie kommt von einer Hardware zu seinem Cluster? Zumindest mal in einem Einführungsfall. Und den Kollegen, der die KVM Live-Migration, also eine virtuelle Maschine im laufenden Betrieb, wandert von einer Hardware auf die andere, auch im Unterricht durchgegangen hat. Nebeneffekte, die wir gar nicht vorausgesehen haben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, extrem praxisnahe Prüfungen zu machen. Betriebssysteme-Prüfung heißt zum Beispiel, installieren Sie einen Server, der das und das kann. Und Abgabe ist einfach der Server. Das heißt, ich schalte am Ende der Prüfung den Zugang für die Studierenden zu den virtuellen Maschinen ab. Und dann kann ich mir in Ruhe anschauen, was die da zusammengebracht haben. Das heißt, wir brauchen da keine Testübungsfragen, keine Testfragen, sondern die Studierenden können bei der Prüfung einfach real zeigen, was sie können und das Problem lösen. Gruppenarbeiten haben wir hinbekommen, wie schon gesagt. Und was sie auch sehr schätzen, unsere Studenten, ist, dass in vielen Fächern die Abgaben einfach die virtuellen Maschinen sind. Das heißt, wenn sie die Konfigurationsaufgabe gelöst haben, und das sieht man ja, dann haben sie ja das Lehrziel erreicht und dann ist das die Abgabe. Ich brauche also keine Dokumentation darüber anfordern, kein Dokument, kein PDF, das sie irgendwie zusammenschreiben. Ist ja alles gut und schön, aber unsere berufsbegleitenden Studierenden haben extrem wenig Zeit und sind dankbar für jede Aufgabe, die sie nicht haben, die nicht mit dem ultimativen Lehrziel zusammenhängt. Und PDFs machen, hängt natürlich nicht damit zusammen. Technisch die Erfahrungen, die Guacamole-Installation ist ziemlich trickreich. Also ich hatte das nicht gleich im Griff. Was aber schon so ist, es ist wirklich erstaunlich performant. Wir hatten große Bedenken, dass wir das mit unseren, sagen wir mal, durchschnittlichen Netzwerkverbindungen schaffen. Es war vor allem auch die Frage, wie wird es den Studentinnen und Studenten gehen, die zum Teil über Handyverbindungen oder so dranhängen. Es zeigt sich, dass das zumindest für textbasierte Anwendungen, und das ist bei uns das meiste, oder für Dinge, wozu keine Bewegtbilder dabei sind, also alles bis zur Bildbearbeitung könnte man noch machen, Videoschnitt würde ich nicht mehr machen,
eigentlich erstaunlich performantes und flüssiges Arbeiten möglich ist. Ich hoffe, Sie haben es gerade in der Demo gesehen. Es geht eigentlich ganz gut. Probleme hat man mit den Tastatureinstellungen. Ja? Also da gibt es größere Troubles, aber waren dann schlussendlich auch lösbar. Ich möchte auch kurz zeigen, wie das in der Praxis ausschaut. Das ist mein Arbeitsplatz. Das ist sozusagen der Blick hinter die Kulissen. So sitze ich auch jetzt da und erzähle Ihnen das. Ich habe schon vorher entsprechend aufgerüstet gehabt, aber mit einer solchen Infrastruktur, die auch ein bisschen gewachsen ist, lässt sich wirklich auf ganz andere Art unterrichten. Ich habe da, wie Sie sehen, 6 Bildschirme. Es hat sich eingebürgert, okay, ich habe da in der Mitte unten meinen Bildschirm, den die Studierenden sehen, wo ich die Übungsaufgabe durchführe und erkläre. Oben das Webconferencing-Tool, wo also mein Videobild und die Stimme übertragen wird. Links habe ich den Zugriff auf die Studentinnen und Studenten. Da klicke ich einfach nur drauf und sehe wem. Da habe ich die Namenslisten, Anwesenheiten, rechts unten meine Unterlagen. Und dann natürlich in jeder Gruppe, alle, die schon mal unterrichtet haben, wissen, dass gibt es 3, 4, 5 übliche Verdächtige, wo man sagt, okay, die tun sich einfach ein bisschen schwerer. Ich will das gar nicht persönlich werten, aber die brauchen besondere Hilfe. Die kommen dann da rechts rauf und das sind auch meine Pacemaker, weil damit kann ich mich an den langsamsten orientieren und sehe also schon unmittelbar, was die tun und wie die mit meinem Unterricht mitkommen. Die Uhr noch dazu und damit lässt sich also auch eine Laberübung in Fernlehre tadellos durchbringen. Ist allerdings für mich als Vortragender schon einigermaßen ermüdend, muss ich sagen, weil natürlich zusätzlich zu meinem Vortrag auch noch ständig die Arbeit meiner Studentinnen und Studenten im linken Augenwinkel haben muss. Aber okay, das ist jedenfalls durchführbar und das, ein Ergebnis, auf das ich natürlich stolz bin, war das Feedback von unseren Studentinnen und Studenten. Ich weiß nicht, ob man das im Stream lesen kann, aber ich lese vielleicht, das sind Zitate aus Evaluierungen. Also bei uns werden alle Lehrveranstaltungen sorgfältig evaluiert nach allen möglichen Kriterien und am Ende der Evaluierung gibt es ein Feld für freie Kommentare und das ist quer über alle Semester, quer über Bachelor- und Masterstudiengänge hinweg, sind das Kommentare unserer Studentinnen und Studenten und da steht zum Beispiel Top-Einheit mit der Möglichkeit der direkten Unterstützung, das WeLiveLab Remote ist ein super Team-Tool, es konnte mir heute während der Lehrveranstaltung mehrere Male weiterhelfen und somit konnte ich die Installationsübung sauber bis zum Ende durchführen. Von meiner Seite kann dieses Format besonders in technischen Fächern gerne beibehalten werden. Sehr coole Fachsache, das Online-Labor ist eine gute Alternative zum Unterricht an der FH, die Virtualisierung des Labors ist ein Hammer, beeindruckend, die Betreuung war schon vorher ausgezeichnet, aber damit ist es wie wenn man vor Ort ist. Und so weiter und so weiter. Also es gab wirklich begeisterte Kommentare von den Studentinnen und Studenten. Was mich extrem gefreut hat, die gerne angenommen, auch dieses Mitschauen nicht als Spionage empfunden, sondern als Hilfe, weil es ja auch beschränkt ist und von ihnen selbst steuerbar ist, ja? Also was das LabX betrifft. Und es erlaubt eben über sehr viele Unterrichtsgegenstände hinweg ein einheitliches Handling. Die Lehrenden können die Übungen zu Hause vorbereiten, indem sie in Ruhe diese virtuelle Maschine aufsetzen und dann entweder ins Labor schießen oder zugänglich machen. Aber was vor allem wichtig ist und war, ist dieser direkte Zugriff per Klick auf mehrere Studierendenrechner, wo man sofort sehen kann, wie es den Studentinnen und Studenten gibt, wo man sofort helfen kann, wo man sofort Dinge finden kann, die man vielleicht nicht gesucht hat. Das geht also über das, was man mit Desktop-Sharing erreichen kann, wirklich weit hinaus und führt dazu, dass wir auf das auch nicht mehr verzichten wollen, wie ich gleich erklären will. Für die Studentinnen und Studenten einheitliches Erscheinungsbild, ein Login und sie loggen ein und es ist auch nachvollziehbar, sie loggen ein, einmalige Einschulung gelügt und finden sofort das Übungsszenario vor. Sie brauchen sich mit keinem anderen Problem beschäftigen, außer dem, was wir gerade unterrichten. Und es ist auch sehr nachvollziehbar damit, also es beginnt eben beim einfachen Rechner, der installiert wird und dann wird das automatisiert und dann gibt es mehrere Rechner und dann werden die vernetzt und irgendwann einmal hat man dann ein ganzes kleines exemplarisches Cloud-Rechenzentrum mit mehreren Rechnern und all das kann man Schritt für Schritt da durchziehen. Ja, seitdem ist das eigentlich die Backbone meines und etlicher Lehrender anderer
Und es ist alles Open Source, kann also gerne von anderen Institutionen verwendet werden. Trotzdem habe ich ein bisschen in der Vergangenheit gesprochen, denn mittlerweile ist eh erwartbar die Entscheidung gefallen, dass wir keine eigene Hardware mehr haben wollen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Preise der Cloud-Provider mittlerweile so weit gefallen sind, dass wir wirklich Übungen auch in der Cloud bei Cloud-Providern betreiben können. Wie wir die Designentscheidungen zu dem VLast Lab getroffen haben, war das noch nicht so. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das heißt, die Hardware wird offen, aber wir haben ja bereits eine perfekte Trennung von Übungsinhalt und Plattform. Das eignet sich hervorragend, um in die Cloud zu übersiedeln, und daran arbeiten wir gerade. Schon jetzt den Guacamole-Server zu einem Cloud-Provider verlegt natürlich, und wir wollen im Endeffekt auf unsere Erfahrungen nutzen, die Skripts verbessern, modifizieren, so dass die Übungsrechner temporär bei einem passenden Cloud-Provider erstellt werden und wieder dieser einheitliche Zugang über den Guacamole-Server für alle Unterrichtsgegenstände, für alle Unterrichtseinheiten hinweg. Das heißt, unsere Studentinnen und Studenten kriegen einmal einen Zugang, sagen, das ist das Labor, dort gehen hin, und was immer gerade zu unterrichten ist, findet dort statt, ohne weitere technische Einführung, was die Infrastruktur betrifft. Und wir sind gerade dabei, also Prototypen zu schreiben, wie wir das skripten können, wollen also so eine Art Lab as a Service etablieren. Wir wollen es möglichst unabhängig vom Cloud-Anbieter halten. Das heißt, angedacht derzeit sind Terraform, Ansible, ähnliche Skriptsysteme. Also unsere Idee ist einfach Make Laberübung, und dann etabliert sich diese Laberübung im Netz und schlägt bei den Studenten einfach und bei den Lehrenden einfach im Webbrowser auf. Daran arbeiten wir in unserem jetzt anlaufenden VLast Lab Goes Cloud Projekt. Der Werkzeugkasten der gleiche bleiben, der ist großartig. Das sind also all die vielen wunderbaren Open Source Tools, auf die wir hier zurückgreifen. Learned. Open Source Rules. Ohne diese Tollbooks wären wir in diese Krise aufgeschmissen gewesen. Ja. Virtualization Rules. Vor allem die richtige Wahl der richtigen Virtualisierung auf der richtigen Ebene. Und worauf ich aber schon raus will, ist Local Knowledge Rules. Ja. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen das Wissen nicht hätten, wie man mit diesem Werkzeugkasten umgeht, wenn wir da eine kommerzielle Lösung gehabt hätten, wären wir mit Sicherheit nicht in der Lage gewesen, unseren Betrieb innerhalb von weniger Tage auf eine völlig andere Basis zu stellen. Das heißt, die Resilienz gegenüber unvorhergesehenen Krisen, weil Corona war nicht vorhersehbar, die liegt schon am lokalen Wissen, und deswegen ist diese Lösung vielleicht auch gar nicht in ihrer jetzigen Form für andere so perfekt geeignet. Da muss man sich anschauen, in deren Voraussetzungen, aber das lokale Knowledge an der Institution zu haben, das ist einfach ganz, ganz wichtig, um auf solche Krisenfälle entsprechend reagieren zu können. Und was man auch nicht vergessen soll, auf das möchte ich schon hinweisen, ist, ich nenne das Metadidaktik. Ja. Ich merke schon, dass unsere Studentinnen und Studenten damit zu motivieren sind, wenn wir die Message haben, hey Leute, was wir unterrichten, das setzen wir auch ein. Und schaut mal, was wir unterrichten, die Toolbox, die wir euch beibringen wollen, schaut, die führt auch zu Lösungen. Zum Beispiel zu denen, mit denen wir jetzt einen perfekten Unterricht machen können. Und diese Virtuosität, die sie bei uns Lehrende sehen, die ist natürlich motivierend, ja. Und das wirkt auch über Fächergrenzen weg. Ja. Wenn Sie sehen, wir sind diejenigen, die für Sie gute Lösungen bauen, dann hören Sie uns auch in Fächern, ich unterrichte zum Beispiel auch die Mathematik, hören Sie ganz anders zu, wenn Sie wissen, drei Einheiten später kriegen Sie von genau diesen Menschen eine tolle Lösung für Ihre Probleme, für Ihre IT-Probleme, für zum Beispiel die Computer. Also diese Metadidaktik ist nicht zu unterschätzen. Wiedererkennungswert ist wichtig. Ja, und wir wollen ja schlussendlich genau solche Spezialistinnen und Spezialisten ausbilden, die diese Virtualität haben. Als letztes noch ein kurzer Hinweis. Wir würden uns freuen über Kontakt, über Mitentwickler. Deswegen halte ich auch diesen Verkauf heute, um Kontakt anderen Hochschulen und Schulen herzustellen. Wie läuft das bei euch? Wie läuft das bei Ihnen?
Das WeLiest Lab samt Lab 1 und Lab X ist eine Eigenentwicklung im Wesentlichen von mir. Das heißt, die Anzahl der Entwickler ist derzeit 1. Fürs WeLiest Lab Cloud kriege ich jetzt gerade mehr Unterstützung von meiner Institution. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sind an Bord gestiegen. Wir sind mittlerweile 2 bis 3 Entwickler, die daran arbeiten. Aber es fehlen wirklich Kräfte, die uns helfen, eine bessere Website zu machen, dass diese miserabel ist, also sagen wir mal sehr rudimentär ist, ist mir klar, die bessere Dokumentationen schreiben, die Code Cleaning und vor allem Betreuung von Menschen, die das System verwenden wollen, uns da weiterhelfen. Also wenn sich da jemand findet, würden wir uns wahnsinnig freuen. Kann ein bisschen dauern, bis ich antworte, bitte um Geduld. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Es gibt eine rudimentäre Webseite, weleistlab.at. Die Slides werde ich in Kürze auf die Frostcon-Seite aufladen. Ich schätze noch heute. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussionen und danke für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Robert Matzinger, für den interessanten Vortrag. Ich glaube, jeder, der ein bisschen mit Ausbildung und Lehre im Allgemeinen beschäftigt ist, hat sich so ein bisschen wiedererkannt bei den Problemen und Nöten und Anforderungen, die auf einen zukommen, und konnte sicherlich auch einige Anregungen mitnehmen. Ich glaube, das spiegelt sich auch ein bisschen in den Fragen wieder, die gestellt wurden. Da kamen doch einige zum Vorschein, die werde ich gleich mal vorlesen. Vorher noch einen kleinen Hinweis an die Zuseherinnen und Zuseher, die an den reinen Streaming-Frontend sitzen. Wenn Sie auch noch Fragen stellen möchten, wenn ihr auch noch Fragen stellen möchtet, im bigbubaten Raum sind noch Plätze frei. Da kann man durchaus noch dazukommen und noch Fragen stellen. So, Guacamole scheint ein Thema zu sein. Da gibt es eine Frage, wird H.264 für GPU-gestütztes Videostreaming, also per WebRTC unterstützt? Nochmal wiederholen. Wird H.264 für GPU-gestütztes Videostreaming, also per WebRTC unterstützt? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. War bei uns keine Anforderung, haben wir nicht gebraucht. Insofern habe ich es auch nicht verwendet. Wieso laufen die virtuellen Maschinen nicht direkt auf dem Guacamole-Server? Weil der zu schwach ist, ganz einfach. Ja. Die brauchen doch einiges an Reserven. Wir sind von der Situation gestartet, dass wir sehr gute Laborrechner hatten. Die sind uns historisch zugewachsen. Ja. Die sind aus anderen Anforderungen einmal angeschafft worden. Wir verwenden die schon sehr lange. Aber da hat ein Regler 32 Gigabit Speicher und so weiter. Wenn wir all diese Leistungen in einem zentralen Server abbilden würden, den könnten wir uns einfach nicht leisten. Und außerdem war ja die Anforderung, die vorhandene Hardware zu nutzen. Und vorhanden war, / ist, die lokale Installation. Das hat auch damit zu tun, dass wir lange kein besonders gutes Netz an der Fachhochschule hatten und daher besser gefahren sind. Ich meine, mittlerweile ist das behoben, wir haben ein tadelloses Netz. Aber damals war das auch so, dass man lieber die Rechenleistung direkt am Arbeitsplatz des Studenten im Labor erbracht haben, weil da haben wir keine Netzwerkprobleme gehabt. Da musste man also nichts, auch nicht durchs hausinterne Netz herumschicken. Und das ist der Grund. Unser Labor-Server, also der Guacamole-Server, ist ein lächerlich kleiner Server. Der könnte niemals die Rechenleistung für 20, 25 Studierende, die wirklich mit einer guten Antwortzeit eine komplexe Übung machen wollen, könnte der nicht erbringen. Das nächste ist, glaube ich, keine Frage, sondern eher ein Hinweis. Und zwar wurde die Beobachtung gemacht, dass je nachdem, was man mit dem Guacamole anstellt, wie der Client dahinter aussieht, der Chrome-Browser oder der New-Edge-Browser besser performt als der Firefox. Das ist möglich, aber ich mische mich nicht ein, mit welchem Browser die Lehrenden und die Studierenden die Guacamole bedienen. Ich habe auch von keinen Problemen gehört. Also es hat bei allen funktioniert. Ich verwende halt den Firefox und die Performance ist tadellos. Also habe ich keine weitere Evaluierung geführt. Wie wird Nachverfolgung mal etwa gegen Missbrauch betrieben? Wenn Studenten halt mit den Maschinen, ich sage jetzt mal, kreative Dinge anmachen, ausprobieren. Und ich würde die Frage noch erweitern, tun Studenten das oder sind die im Regelfall eher handsam und machen nur die Dinge, die also in der Übungszeit angelangt sind? Wir hatten bis jetzt da keinerlei Probleme. Ich mache ihnen einfach bewusst, dass sie natürlich, weil sie die Root-Passwörter von den virtuellen Maschinen natürlich haben, die brauchen sie. Und die sind auch überall gleich. Die sagen ihnen im ersten Semester. Und ich sage ihnen aber auch gleich,
wenn es zu einem Missbrauch kommt, dann werden wir uns einfach restriktivere Zugangsregelungen überlegen müssen und das wird zu Ihrem eigenen Schaden sein. Und wir hatten bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme. Abgesehen davon sind diese virtuellen Maschinen reset by reboot. Das heißt, jede Manipulation würde ja nur temporär funktionieren. Indem ich einmal das Labor durchboote, ist das weg. Was immer Sie da tun. Und manchmal werden Sie sogar ermuntert. Ja? Also wir können in dem Umfeld wirklich kritische Dinge ausprobieren. Wir haben schon, weiß ich nicht, Viren runtergeladen und einmal ausprobiert, was die machen, ja, und solche Dinge. Weil wir eben da mit der Virtual Box und dem Reset bei Reboot Prinzip eine relativ sichere Sandbox haben. Wie werden die VMs, die virtuellen Maschinen, mit Updates oder Sicherheitsaktualisierungen versorgt? Wie ich schon gesagt habe, liegt das in der Verantwortung der Lehrenden. Aber nachdem die ja alle in einer Sandbox laufen und wie gesagt Reset by Reboot sind, habe ich wenig Probleme damit, wenig Bedenken, dass besonders schlimme Dinge passieren können. Aber das war eigentlich ein wesentlicher Schritt, dass das Betreuen, der Unterricht, also ich sage oft, ich mache eine Maschine statt ein Skriptum. Ja? Ich mache kein Skriptum, sondern ich baue eine virtuelle Maschine, in der jetzt mein konkreter Unterrichtsinhalt stattfinden soll. Und natürlich wird die entsprechend abgedatet und dann Zustand, in dem man sie verwenden kann, ausgeliefert. Und oft mache ich aber für jede Unterrichtseinheit, also kommt aufs Fach an, ja, manchmal braucht man auch nur eine, aber manchmal kommt für jede Unterrichtseinheit eine neue Maschine. Und manchmal sind die sogar absichtlich misskonfiguriert, weil finde den Fehler könnte ja ein Unterrichtsinhalt sein. Gibt es eine Abschätzung, wie viel Traffic auf der Serverseite aufschlägt, wenn so ein durchschnittliches Labor gerade bearbeitet wird von Studierenden? Ich habe jetzt keine Zahl, aber ich schaue mir es noch einmal an, wenn der oder diejenige, die die Frage gestellt hat, mir vielleicht eine Mail schreibt, wäre ich dankbar. Es ist jedenfalls erstaunlich wenig. Ja? Es ist wirklich, es sind ein paar Mbit vielleicht. Es ist echt lächerlich wenig. Allerdings natürlich unter der Voraussetzung, dass wir bei unseren Unterrichtseinheiten hauptsächlich textbasierte Dinge haben und tun. Also bei Grafikanwendungen oder so, weiß ich nicht, haben wir nicht ausprobiert. Es findet jemand den Aspekt der Gruppenarbeit ganz interessant und dankt dafür. Jemand anders erwähnt noch, dass Guacamole, Nextcloud, Matrix, Jitsi und so weiter in der Corona-Zeit in der Firma den Punkt gerettet haben. Das scheint wohl ein Fan dieser Werkzeuge zu sein. Ja, uns auch. Also ich hätte es vielleicht weniger, also höflicher formuliert, aber es war im Wesentlichen genauso. Ich habe im Februar hat das mit Corona begonnen. Februar, das muss jetzt schon 2019 gewesen sein. Ich habe dann meine Pfingstferien, wie gesagt, geopfert, eine Menge Kaffee gemacht und diese Lösung gebaut und das hat uns wirklich eben dieses gerettet und wir unterrichten seit fröhlich weiter. Unsere Direktive war nämlich gleichzeitig, kein Student, keine Studentin soll eine Unterrichtseinheit versäumen und das ist uns gelungen. Und der letzte Punkt bisher, falls nicht noch Fragen kommen, ist eher eine Anregung, wo man mal nachdenken kann. Was hätten wir in den 90er Jahren gemacht, wenn uns da die Pandemie getroffen hätte und die technischen Voraussetzungen noch nicht so gewesen wären, wie wir sie jetzt gerade haben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann wäre wahrscheinlich die Lehre relativ schnell am Ende gewesen und die Studierenden naja, hätten Papier präsentiert bekommen. Naja, ich meine, Stimme hätten wir wahrscheinlich gehabt, Videobild nicht. Und wir hätten halt das gemacht, was ich zu meinen Berichten nach in vielen Schulen, wo weniger IT-affine Lehrer am Werk waren, das darf man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Es ist ja nicht, es gibt ja keine IT-Pflicht, die halt dann einfach unterrichtet haben nach dem Prinzip, ich schicke irgendwelche Aufgaben aus und warte, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwas abgeben und das wird halt dann mit Feedback versehen. Ja, aber das wirklich das unmittelbare Zusammenarbeiten, das Köpfe zusammenstecken im Labor, das war ja der große Verlust, den viele Schulen, das weiß ich aus Berichten von Bekannten, nicht so gut kompensieren konnten. Und das wollte ich deswegen unbedingt haben. Wie gesagt, dieses WeLiest Lab ist ja nicht als Konkurrenz zu den üblichen Videosystemen zu sehen, sondern als Ergänzung. Und man hat vielleicht ja auch im Screenshot gesehen, dass ich das parallel betreibe. Also das brauche ich natürlich ganz genauso,
Wenn man da herschaut, also so schaut der, mein Arbeitsbildschirm beim Unterrichten aus. Da ist dann das normale Videoconferencing-System, halt ohne Screensharing, und die Übertragung Bildschirminhalte geht übers WeLast Lab, aber in diesem Fall halt in beide Richtungen, und auf die Weise geht es hin. So, wir können noch einen Moment warten, ob noch Fragen reinkommen. Im Moment scheint sich das so ein bisschen gesättigt zu haben. Ich fand es ganz interessant. Dank. Noch ein Hinweis, ich werde jetzt gleich im Anschluss in den allgemeinen Chatraum kommen, wenn dort jemand noch irgendwas dazu sagen macht, würde mich freuen, und ich freue mich auch über jede E-Mail, die ich zu dem Vortrag bekomme. Herzlichen Dank und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch nochmal für den Vortrag. Die Kontaktdaten sind auch nochmal auf der Frostcode-Programm-Webseite zu finden. Wenn man nochmal sich Gedanken machen möchte und dann noch den Robert Manzinger kontaktieren möchte, kann man das gerne tun. Ansonsten bedanke ich mich für das Auftreten hier, für den interessanten Vortrag. Ich bedanke mich bei unseren Zusehern daheim, die zu dieser doch etwas fortgeschrittenen Frostcode-Zeit sich sehr, sehr zahlreich noch versammelt haben. Und ich wünsche allen ein gutes Jahr und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr dann wiedersehen. Dankeschön ebenfalls und danke für die tolle Betreuung. Ja, gerne. Es war mir ein Fest. Tschüss. Tschüss.